Hallo und hellau, ihr liebe Leute. Die Nahala ist da für jeden zur Freude. In diesem Jahr ein wenig schüchtern, aber egal. Nicht live, sondern digital. Keine Sitzung im Bürgerhaus Neuermarkt. Heute per Video vom Nerjemarkt. Bei Cum Natura als Alternative mal anders. Du alleine, Corona-konform, durch den Markt wanderst. Aber in bester Gesellschaft mit vielen Zünften aus Bühl bekommst du schnell ein fastnachtliches Gefühl. So stehe ich als Nahalese, ich werd verrückt, in der Original-Henferdorf-Bütt. Kurz zu beleuchten, was den Nah so verzückt, mal was Schlaues, mal ein wenig verrückt. Heute ist Schmudo, der Start der Session, dem einen zu viel, dem anderen zum Hohn. Egal wie es ist, Fastnacht steht jedes Jahr fest, an dem rüttelt auch kein Virus und auch keine Pest. Ein wenig zu vergessen, die Sorgen und Leid, das ist auch die Aufgabe der Fastnachtszeit. Nicht als Party oder überspaßiger Klamauk, Spiegel vorhalten und prüfen, ob die Politik was taugt. So will ich mal schauen, was mir in diesem Jahr zu beleuchten passt oder nicht ganz und gar. Die Rheinstraße, das ist heute schon klar, wird die Umzugsstrecke im nächsten Jahr. Der ganze Narrentross wandelt einmal runter, einmal hoch. Das ist ein bisschen kurz, das ist doof. Dann eben zweimal um den Kreisel rum. Nicht stoppen, sonst gibt's Stau, das ist dumm. Aufgepasst am frisch renovierten Kaufland. Da gibt's für jeden Narr eine Wurst auf die Hand. Auf dem Rückwegstation bei Prelisauer. Da gibt es dann zweimal Happy Hour. Der tut gut, mit solchen Aktionen hätt's dem doch das ganze Geschäftsjahr verbogen. Erst eine Baustelle, die kein Ende nimmt, dann ein Lockdown, der war richtig bestimmt. Ich will nicht wissen, wie viel Ehen zu Bruch gegangen sind, nur weil der Eheretterstrauß nicht kaufe, hesch Kind. Der Haussegen hängt schief, gerade im Rück, Blumen von Prelisauer. Der ist immer gut bestückt. Der eheliche Frust, das war deutlich zu spüren, konnte nicht verpuffen, zumindest nicht gebührend. Bisher hättest du es vermeiden, wissen, dass die Hulde nicht ins Modekaufhaus hätte müssen. Jetzt wärst du froh, wenn das doch nur so wäre, könnte die Gattin beim Klamotteinkauf den Ehefrust loswerden. Der Modepfeifer hätte zu, da bist du platt. Ein dreifach hoch, wenn der wieder offen hat. Ein ehrliches Gespräch von Frau zu Frau, das ist wichtig. Die Farbe, der Schnitt und der Sitz, der ist richtig. Die gute Figur kannst du so unterstreichen. Ist die Hose zu knapp, kannst du auf die nächste Größe ausweichen. Oh, hat die Gnädige beim letzten Mal nicht mehr gewogen? Das sagt bei Amazon keiner und das ist nicht klug. Das Eheglück hing tatsächlich an diesem Jahr an seidenen Faden. Der Mann konnte seinen Ärger nicht in den Schwanen tragen. Kein Mitleid von anderen Männern in Not. Keine guten Worte von denen, die sitzen mit dir in einem Boot. Keiner, der sagt, komm, vergiss es, es wird nicht mehr schlimmer. Einer trinkt aber noch, das geht immer. Die Welt und die Wirtschaft hätten wir retten können, ist das zu fassen. Hätte die Pandemie uns nur lassen. Jetzt müssen die Bierbrauer ihr Bier im Gulli unschädlich machen. Das ist ernst. Da hat die Nahala nichts zu lachen. Aber die Nahala war nicht untätig zuweilen. Sie hat begonnen, am Fastnachtskonzept zu feilen. Digital und spaßig oder völlig ansteckungsfrei. Auf Facebook mit virenfreier Narretei. Die Nahala hat eine gute Bleibe im Frauenzimmer gefunden. Doch der Drang nach was Kellerigem war unumwunden. Es war der Wunsch nach einer Begegnungsstätte, eine, die jeder Fastnachter gern hätte. Ein Ort zum Verweilen und zum Feiern ohne Scheu und Scham. Eine Bleibe, die du ruhig Heimat nennen kannst. Es ist der Nahala gelungen zu finden, wir warten gebannt. Was keinem sonst gelungen, wir bleiben gespannt. Bleiben Sie gesund und der Nahala gewogen. Nächstes Jahr sehen wir uns wieder. Das ist sicher nicht gelogen. Ein dreifach hoch auf Bühl und Helau. Die Nahala sagt Danke und Ciao.
Yeah!